Messehalle ist irgendwas mit Post. Nee, Post ist eigentlich. Das ist das Postgelände. Aha. Das ist der, wie sagt das schon, den Box von DB Regio. Das ist ein Abstellgleis, das ist die erste Gruppe. Und die kommt auch weg. Die kommt auch weg. Die DB Regio, also die jetzt diesen Bereich momentan nutzt, die planen eigentlich 2016 schon zu verschwinden. Ja, ich würde auch mal hinkommen. Über die Schönheit und Nichtschönheit. Die schönen Möglichkeiten, die es beim Rosensteinquartier geben soll. Das hier. Eine Betriebsanweisung. Das hat doch gar nichts mit dem zu tun. Nee, auch wenn es drüber steht, aber das ist wieder das Ding, weit neigen darf. Nee. Nein, doch. Damit du siehst. Da gibt es eine Anweisung für, da steht genau mit wie viel Grad, mit wie viel Winkel. Guck, das ist damit du den Fuhrpark erläutert kriegst. Er hätte dir jetzt auch geholfen. Deswegen habe ich gedacht, machen wir es mal fein. Oh, da hinten kommt der Herr. Das ist ja nett. Ja, das ist er. Ja gut, da können wir warten bis wir später. Genau, wie viel du Höhe und wie weit du neigen darfst und. Aber das interessiert mich nicht. Das interessiert mich nicht. Ah, jetzt komme ich mal direkt ran, weil gestern durfte ich nicht, weil gestern stand ich ja dann in der Ecke hier da hinten. Da seht ihr das. Da konnte ich nur dadurch. Und jetzt seht ihr die Waschanlage, die halt im Moment Reifenwaschanlage. Noch nicht in Betrieb ist. Wobei ein paar Tage vor diesem ganzen Showzeug war das alles abgeschränkt und die Autos sind immer generell vorbeigefahren. Ja, die sieht auch sehr unbenutzt aus. Ist ja angefangen zu benutzen. Ist da schon mal jemand? Also, ja, gestern hat mir jemand erzählt, der hier öfters fotografiert, dass hier ab und zu welche durchfahren. Also der Wolfgang Rütter, kennst du wahrscheinlich, Reporter der Straße und seine Genau. Kinder. Und er hat es dann einmal fotografiert, wie ein Auto vorbeifährt und dann haben sie das angehalten, zurückgeholt und nochmal durchgeschickt. Die haben vor ein paar Tagen angefangen, das Ding hier offiziell zu nutzen. Hey, was für ein geiler Name. Die haben dann gesehen, dass er da ist und dann haben sie gesagt, jetzt musst du nochmal durchfahren. Captain Ahab Waschstraße. Mit dem klassen Bibele. Ja, schön. Ah, da kannst du runtersteigen. Ah, da steht das Wasser drin. Da steht das Wasser drin, ja. Das ist das Reinigungsbecken, Absetzbecken für den Dreck. Aha, wenn du das sagst. Ja. Aber so wie es aussieht, guck mal, wahrscheinlich ist das Wasserbecken gar nicht richtig angeschlossen. So wie es aussieht. Ah, wir müssen erst noch die Grundwasserentsorgung und Versorgung legen. Oh ja, nö, das ist hier ein Baugelände. Guck mal, da ist gerade vorher schon so Details gefilmt, da sind auch solche Messpunkte. Ja, da sind sie wieder. Da hinten sind auch welche. Die da hinten sind leider umgeknickt. Ja. Messpunkte, ihr wisst nicht, wovon ich rede. Moment, ich muss es, da ist es. Da ist, One Way. Das Gerät dazu ist da hinten. Und nochmal einer. Wo ist er? Da war doch einer um die Ecke rum. Moment, Orientierung verloren. Orientierung. Da ist einer und der andere ist da. Ups. Da hat es dann mehrere. Der Kasten müsste, genau, da hinten das Runde ist. Das Runde muss die Dinger abtreffen.
Also wenn man die Ausrichtung sieht, dann kann man ungefähr sagen, wo das Ding ist. Wobei genau. Aber das letzte Mal, wo ich hier war, vor einer Woche oder eineinhalb, da war das noch offen, ohne Verbauung. Ja. Da. Haben sie jetzt drüber gestellt. Na ja, gut. Das kann ja sein. Das ist ja, das stand letztes Mal auf einer Fehlermeldung, das Gerät. Und das habe ich dann berichtet, dass das nicht mal messen kann, weil es ja auf einer Fehlermeldung steht. Und so. Ja, okay, dann musst du resetten. Genau. Dann muss man halt einen Reset machen. Hey, guck mal, Dach. Wir können uns unterstellen. Nee, da darfst du nicht hin. Guck, du darfst nur da lang. Achtung, Videoüberwachung. Na, dann machen wir ja auch. Ich will übrigens die Wände haben da drüben. Das ist übrigens ein altes Kohlendepot von der Bahn. Früher haben wir die Bahn... damit die hier nachschütten können. Nee, die Leute, die hier hinten wohnen, die haben hier die Kohlen abholen dürfen. Ich will das Bild haben. Verdammt. Aber, naja gut, mein Vermieter würde sich freuen, wenn ich da jetzt... Ach, das Bild selber. Genau, die Wand am besten. Aber die sieht gar nicht mal so dick aus, oder? Nee, die ist gar nicht dick. Ich dachte auch, jetzt wäre da eine Betonwand, ja, aber das ist... Ich glaube nur irgendeine Bretterwand oder so. Ja. Dann kann man das tatsächlich eventuell... Ja, gut. Ach, guck mal, das Gerät. Oh, jetzt dürfen wir... Ach so, jetzt sind wir dann ja da tatsächlich... Also wir sind jetzt hinter der Brücke. Der Aufgang ist heute zu. Hier würde es nämlich dann von oben ins Loch gucken können. Also hier geht es zum... Wie heißt das Ding? Zum Loch? Ja, vielleicht nur eins unter Kontrolle. Und guck, da oben ist auch noch so ein Messgerät. Da, dieses ja, das Weiße. Voll geschmiert. Das haben die ja sabotiert. Mensch, was machst denn du für Sachen? Das sind die Rundbögen. Für die Tunnel wahrscheinlich. Rundbögen zum... Für die Wände, die Spritzbindung werden mit. Genau, um die dann einzufassen. Und da gehören dann auch die Matten dann dazu. Die haben da wahrscheinlich dann seitlich rumgebogen. Ja. Achso, die da dann noch an die Decke dann. So, Baggerfahren tue ich nicht. Das ist mir irgendwie nicht so. Das ist ja auch ein Bergmann-Dumper und kein Bagger. Aha. Ja, okay. Da kannst du auch die Daten ausrechnen, dann wie viel Dreck sie so rumfahren den ganzen Tag. Nutzlast 25 Tonnen. Ja. 25 Tonnen, ja, 15 Kubik schaffen sie. 15. Hey, der ist nagelneu. Den haben die hier nur so, den haben die nur geliehen. Das hier ist eine Autoausstellung, eine Baugeräteausstellung. Das ist hier gar nicht. Aber guck mal, der hat lauter LED-Lampen schon. Geil. Und eine interessante Achse. Geschichte. Aber ich glaube, das langweilt die Zuschauer, wenn wir jetzt hier mit technischen Raffinessen von Bauzeugen kommen. Das ist eine Pumpe. Zum Spritzen. Ja, aber der spritzt Beton. Das meine ich halt. Ja, genau. Genau. Das meine ich. Zwei Tage. Dann hast du Zyblin. Doch. Ja, auf der Baustelle. Und die müssen fertig niederlassen. Ganz kleine Fitsche in Zyblin singen. Also ihr seht, hier hat's jede Menge Baumaschinen. Spritz, Spritz, Spritz. Naja. Und da ist die Bildwand von hinten, die ist echt dünn. Aber ja, meine Wohnung ist nicht groß genug. Passt da gar nicht rein. Du musst dir halt ein Bild davon machen. Ein Bild machen und das ausdrucken, kleiner ausdrucken, genau. Und wie ist es dann mit den Copyrights? Du verkaufst es ja nicht, sondern hängst es dir nur wieder an. Ah, okay, richtig, so wäre mein Ding. So, ich gehe jetzt mal zum Tunnel rüber. Was ist denn das hier eigentlich? Das ist nur eine ausgehobene Arbeitsfläche. Okay, wobei... Hab's ja nicht. Eilig eigentlich. Ach, da drüben ist der Korb. Es scheint so, als hätte ich noch alles unter Kontrolle. Netz, Zeug.
ach, da komme ich gar nicht den Berg hoch. Okay, hier ist ein bisschen tief. Andererseits die Wand da drüben. Ach, da ist auch wieder so ein Messgerät. Ja, das war doch idealer Platz. Also muss ich sagen, das ist nicht schlecht. Spaß für Kinder. Ja, schön. So, hier haben wir dann den Korb, der mit dem Kran gegangen ist. Auch nicht schlecht. Oh jo, wackelig. Vielleicht steht es doch. 50 Tonnen vielleicht. Locker, locker. Es kommt bestimmt was Unangenehmes für Nicht-Schwindelfreie. Ja. Mit Guckloch, das finde ich ja mal geschickt. Also hier haben wir dann ein Büro mit Scheibenwischern. Für alle Fälle. So sieht das Teil außen rum aus. Da drüben hat es Netze wegen dem Kranwart. Ja, und dann folgen wir doch mal dem Personenaufzug. Da ist Boden. Da wurde auch beflaggt. Ja, und da stehen dann halt die Maschinen. Okay, deswegen ist auch da Ruhe. Das ist heute nicht in Betrieb. Dann haben wir ein Zusatzbecken. Baumaschinen. Wände. Tunnel. Löcher. Und überhaupt gebe ich euch jetzt noch mal von der anderen Seite dann. Ja, Faszination. Nun habe ich da irgendwie. Ah, okay.
irgendwas mault. Tja, die Baustelle geht direkt an die Gleise ran. Also insofern müsste eigentlich nicht ein einziger LKW irgendwo hier durch irgendein Wohngebiet, nur mal so, also und ohne Ende von diesen Dingern, das kostet ja ein Vermögen, was war das, 30 Euro das Stück, das ist ja krass, das Ganze ist hier alles voll, das sind nämlich keine Sonnenblümchen oder Margariten, das sind alles diese Reflektoren. Ganz viele Reflektoren. An den Schienen. Komplett bis in die Kurve rein. Also, ganzen Schienen sind voll mit Reflektoren. Ja gut, damit wird wenigstens sichergestellt, dass sich nichts verschiebt. Oder auch nicht. Ich stehe übrigens auch vor einem. Tsching. So sehen die Dinger aus der Nähe aus. Kleiner Spiegel. Ich wollte aber noch mal kurz wegen der gestrigen Aktion die Mauer. Naja, das war dicht. Das war dann wohl doch ziemlich deutlich. Hier auch zu hören dann. Guter Punkt. An der Restmauer hängt auch so ein Teil. Witzig. Also irgendwie haben sie die überall angebracht. Ulkig. Upsa. Ein Smiley. Ich sehe da ein Smiley. Ein Zyklop. So, ja, jetzt sind wir unter der Versorgungs-Dingsterbumster. Kran. Also wenn wir mal wieder einen Bagger oder sowas da rein hieven müssen. Das war das hier mit den Netzen. Ah, da ist der Name. Das ist ja wunderbar. Viele Grüße an Simone-Tunnel. Glück auf. Ich hätte dann gern auch vielleicht später mal einen Tunnel. So, hier ist schwierig zu laufen, weil alles nass. Viel Regen, viel Wasser. Nanu, irgendwie hängt da aber das Schild am falschen Loch, wenn ich das richtig sehe. Aber gut, das ist nur eine Kleinigkeit, denn diese Garage endet zumindest im Moment. Na, wo bin ich? Da bin ich. Die haben da aber tatsächlich. Da hängt das Schild für die glückliche Simone. Aber der Tunnel selber sieht dort mit dem Bagger aus, als wäre da Ende. Dahinter ist schon Schluss. Also der ist na gerade mal von hier aus geschätzte 3 Meter tief. Das ist nicht der Tunnel. Ah, die Andachtstelle habe ich jetzt auch gefunden.
Okay. Ich bedanke mich übrigens ausdrücklich beim Wetter, weil es war schon wieder wegen dem Equipment etwas ungehalten, aber es regnet nicht mehr. Es tröpfelt nur noch. Ach ja, und für die Überwachung dieses ganzen Reflektorengedönses stehen natürlich auch immer diese Lasergeräte, die ja irgendwo auch hinsenden, also beziehungsweise die abgreifen, beschießen müssen. Ja, das tut sogar. Es hat sich bewegt. Es hat sich bewegt. Interessant. Ups. Wiener Disco. Ich hätte jetzt gern... Ah. Okay, das Ding ist also... Ihr seht, die Schienen werden geschützt und überwacht. Das Ding funktioniert. Entschuldigung fürs Wackeln. Heute ohne Stativ, alles Freihand. Und ja... Na komm, dreh dich nochmal. Wupp. Und zurück. Nein. Ich kann nicht mehr halten. Luft anhalten. Ah ja, anders gedreht. Okay, also das hier nur zum Verständnis für die ganzen Teile. So, ich denke, das meiste habe ich. Ob es jetzt irgendwie... Maschinen sind aus, überall Nutzlasten und technische Daten. Tunnel habt ihr gesehen, Kran ist auch da. Gut, insofern. Hier noch ein größerer Korb, Fahrkorb. Und ein Kollege führt ein ausführliches Gespräch mit jemand, der hier zur Information bereitsteht. Für was ist denn das eigentlich? Hey, da ist noch was aus der alten Zeit geblieben. Klasse. Juhu, Kultur gerettet. Und zwar das. Klasse. Ein alter, übrig gebliebener, bewachsener, in die Natur eingefügter. Was der Strommast. Oha. Es tut sich was. Ich dachte, die Dinger wären heute nur ohne Funktion. Aber dann gibt es wohl doch ein bisschen Funktion.
Ich weiß jetzt nicht, was das soll. Ach so, jetzt verstehe ich. Das ist ja mal geil. Okay. Schön. Klasse. Also die Kinder ganz groß heute, die dürfen das Ding fernbedienen. Super klasse. Unter fachkundiger Anleitung. Schön. Ich denke, check jetzt mal die Technik und mach das jetzt soweit mal aus.